Neukirchen bei Heiligenblut ist ein bekannter Marienwallfahrtsort. Dieser liegt 500 Meter über Meer am Fuße des Hohenbogens, wo der Bayerische Wald in den Böhmischen Wald übergeht. Um das Jahr 1000 zogen auf dem Deutschen Steig Salzhändler über Rittsteig nach Böhmen. Damals entstand die Siedlung Walchin. 1224 bildete das Dorf Neukirchen, Marktrecht verliehen von Herzog Albrecht von Bayern. Seit 1450 ist Neukirchen bei Heiligenblut der bekannteste Marienwallfahrtsort des ostbayerischen Raumes. Neben dem Rathaus befindet sich das Museum mit einem Durchgang zu den ehemaligen Stadtmauern und Innenhof, wo heute kostenlos Darbietungen, vorwiegend Musikgruppen, auftreten. Ein Kriegerdenkmal erinnert an die gefallenen Bürger des Ersten und Zweiten Weltkriegs. An dieser durch den Ort führende Straße findet man die meisten Hotels und Kaufläden. Auf dem Weg zum Eingang der Wallfahrtskirche mit dem mächtigen siebenstöckigen Zwiebelturm geht man von Wallfahrern gestiftete Votivtafeln vorbei. Die barocke Wallfahrtskirche mit dem einzigartigen Doppelaltar, eine Augsburger Goldschmiedearbeit von 1750 bis 1752 erstellt, ist unmittelbar mit dem Franziskanerkloster verbunden. Die Franziskaner sind ohne Unterbrechung seit 1656 ansässig. Drei Ordensbrüder leben in dem vollständig renovierten Kloster. Der Jakobsweg aus der Tschechei kommend führt vorbei an der Wallfahrtskirche über den Hohen Bogen.
Jährlich ziehen viele tausend Pilger zum Gnadenbild der Mutter Gottes. Der Hohe Bogen ist ein attraktives Ausflugsziel für Wanderer, Aktivurlauber und Familien mit Kindern. Spaßversprechend Sommerrodelbahn, Inlineskaterbahnen, Graskartfahren, Funpark und Kinderspielplatz. Im Liftstübel der Talstation kann man sich erfrischen mit Kaffee, Kuchen, Eis und warme Speisen. In 1050 Meter Höhe erreicht man mit der Doppelsesselbahn einer der schönsten Berggaststätten des Bayerischen Waldes. Weitere Wanderwege führen zum Haus Schönblick, Forstdiensthütte und den ehemaligen NATO-Türmen. Im Winter bietet der Hohe Bogen neben gepflegten Skipisten und einer Winterrodelbahn die längste Flutlichtabfahrt des Bayerischen Waldes. Schöner als das Naturbad kann kein Freibad gelegen sein. Mit herrlichem Panoramablick zum Hohen Bogen gibt es Badespaß zum Nulltag. Während der Nichtschwimmerbereich bis zu einer Tiefe von 1,35 Meter verläuft, steht in Schwimmern ein 28 Meter langes und ein 2,40 Meter tiefes Becken zur Verfügung. Das weiche Wasser reinigt sich auf natürliche Weise. Hotels und Gaststätten zum Wohlfühlen und vom Alltag auszuspannen sind genügend in Neukirchen vorhanden.
Etwas außerhalb, am Rande von Neukirchen, kann man rustikal eingerichtete Gaststätten liebevoll mit alltäglichen Gebrauchgegenständen im Haushalt und Feld aus Großelternzeiten finden. Entspannung und Ruhe bei selbstgebackenen Kuchen und Kaffee oder Eisspezialitäten genießt man hier bei frischer Waldluft. In geselliger Runde bei einem Abendessen lässt sich der Tag beenden. Der Kolmsteiner Hof liegt auf einem Bergkamm in 750 Meter Höhe in absolut ruhiger Alleinlage mit Sonnenterrasse und Panoramablick. Wandermöglichkeiten direkt ab dem Hause. Zur inneren Einkehr steht die kleine Kapelle nebenan zur Verfügung. Ein Urlaubsort zur Erholung und das Portemonnaie nicht strapaziert.